Um deutsche Geleitzüge bei Nacht aufzufinden und zu bekämpfen, setzt der Feind Flugzeuge mit dem Schiffssuchgerät ASV ein. Sie fliegen in Höhen zwischen 800 und 1500 Meter und stellen größere Schiffsziele schon auf 80 Kilometer Entfernung fest. Nach Erfassung wird das Schiff mit der stärker bündelnden Vorausantenne im Zielflug angeflogen. Durch Störsender kann die Erfassreichweite des ASV-Gerätes so weit verkleinert werden, dass das Schiff der feindlichen Sicht entzogen wird. An dieser Stelle wäre ein Störsender auf größere Entfernung zwecklos, wie überhaupt der Störmöglichkeit Grenzen gesetzt sind. Das zeigt sich deutlich am Beispiel des deutschen Nachschubs nach Nordafrika im Sommer 1942. Zu seiner Bekämpfung verwendete der Gegner ASV-Flugzeuge, die auf Suchkursen das ganze Seegebiet ständig überwachten. Gegen diese Geräte wurden von Land aus Störsender eingesetzt. Trotzdem blieb eine ungestörte Zone, bedingt durch die Reichweiten der einzelnen Sender. Diese Lücke durch den Einsatz von Störsendern auf Begleitfahrzeugen zu schließen, lag zwar nahe, war aber undurchführbar, weil solch ein Begleitschiff wie ein Funkfeuer hätte angeflogen werden können. Daher wurde der Einsatz von Störflugzeugen befohlen. Aber auch sie konnten nicht in jedem Falle die Erfassung verhindern. Durfte sich doch das Störflugzeug keinesfalls ständig in unmittelbarer Nähe der Schiffe aufhalten, um nicht den Standort des Geleits zu verraten.